So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Port Royal 3. Wir sind im zweiten Part. Ich habe davor mit Port-au-Prince und Tortuga gehandelt, also im letzten Part. Wir haben unsere Mission erfüllt gehabt und sollten jetzt 100 Fass Zucker hierher nach Port Royal zurückbringen, um sie hier zu verkaufen. Und wir verkaufen immer noch mit Gewinn. Genauso den Hanf, auch wenn das jetzt nicht allzu viel war. Bevor ich das jetzt hier aber wegklicke und die nächste Meldung kommt, möchte ich mich dafür für den Aufnahmefehler in der letzten Folge entschuldigen. Ich weiß nicht ganz, was los ist. Anscheinend, also ich nehme mit Bandicam auf und anscheinend unterbricht er manchmal von sich aus die Aufnahme, startet automatisch eine neue, aber ich weiß nicht genau, wieso er sie abbricht. Ich hoffe, dass das nicht mehr passieren wird oder wenn es passieren wird, dass es nicht allzu häufig passieren wird. Naja. Schön. Nun weißt du, wie du mittels Handel Gold verdienen kannst. Egal, welchen Weg du später einschlagen wirst, vergiss nie, dass du auf die Preise achten musst. Keine Sorge, das wird dir irgendwann sehr leicht fallen. Und das ist auch wichtig, denn du benötigst viel Gold, wenn du einen höheren Rang erreichen möchtest. Höhere Ränge eröffnen dir eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. Ich lasse dich nun eine Weile alleine, denn ich muss zu einer Unterredung mit dem Vizekönig. Ich bin bald zurück. Genau, wir sollen uns jetzt ein paar Tage lang mit den Möglichkeiten vertraut machen, die wir haben. Und er hat die Ränge angesprochen und hier oben sehen wir, unser aktueller Rang ist Schiffsjunge. Wir sehen hier auch unser Geld. Und der blaue Fortschrittsbalken zeigt uns an, wie kurz davor wir sind aufzusteigen. Wir werden jetzt hier erstmal nach Santiago fahren. Wir haben ja noch Rum geladen und die brauchen Rum, weil sie keinen selber herstellen können. Wir können auch mal gucken, was wir hier noch so brauchen. Wir brauchen nur noch 15.000 Vermögen, also knapp 16.000 eigentlich, um den nächsten Rang zu erreichen. Das sollten wir hoffentlich schaffen. Gut. Ja genau, die haben überhaupt keinen Rum. Alles verkaufen können wir denen, aber also könnten wir den zwar schon, aber mache ich nicht. Unsere Beliebtheit ist jetzt in Santiago gestiegen, weil wir denen etwas verkauft haben, was sie brauchen. Und hier können wir mal kurz gucken, auch die stellen Hanf her. Ja, die stellen sogar ganz gut Hanf her. Ja, also ich gucke immer, was die produzieren und kaufe dementsprechend ein. Mehr mache ich eigentlich beim Handeln selber nie groß. Und wir sehen hier, dass man gut Holz einkaufen kann. Das sind alles recht niedrige Preise, das seht ihr ja wahrscheinlich auch. Und womit man wirklich viel Geld verdienen kann, wären hier so Sachen wie Klamotten oder eben auch Rum. Allerdings ist die Herstellung davon auch bereits recht aufwendig, deswegen sind die Preise natürlich auch so hoch. Wenn ihr jetzt sagt, hä, Herstellung, ja, es ist möglich, dass man die Waren auch selber herstellt. Ich schraube mal die Geschwindigkeit ein bisschen runter, solange wir nach Trinidad fahren. Und zeige euch mal ein bisschen was in Port Royal. So, und zwar gibt es hier den Baumeister. Und man könnte hier theoretisch Gebäude bauen. Ihr seht jetzt, hier ist überall noch so ein rotes X drüber. Also man kann auf der einen Seite natürlich Lagerhäuser bauen, um seine Waren zu lagern. Wohnkomplexe für die Bevölkerung und danach kommen hier fast nur Betriebe. Und ganz am Ende kommen hier noch so Sachen wie Schulen, Spitäler oder eine Residenz. Allerdings braucht man dafür gewisse Konzessionen und die können wir hier kaufen. Allerdings verkauft er uns momentan nichts. Er sagt, du benötigst mindestens den Rang eines Seemanns, bevor du mit dem Baumeister über den Bau eigener Gebäude in der Stadt sprechen kannst. Wir sind momentan ja nur Schiffsjunge, also geht das für uns noch nicht. Aber später wird das eine großartige Möglichkeit sein, Geld zu vermehren, denn auf diese Weise selbst hergestellte Waren sind natürlich deutlich günstiger als eingekaufte Waren und man kann mehr Profit damit machen. Dafür muss man aber auch erstmal Geld investieren, um den Betrieb zu bauen. Ein zusätzlicher Bonus von Betrieben und Wohnhäusern in einer Stadt ist, dass sie das Ansehen in einer Stadt steigern. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel, hier oben ist Port Royal, die Einwohnerzahl, welcher Nation sie zugehörig sind, also Spanien, und unser Ansehen in der Stadt. Das liegt momentan bei 47%.
Und wir könnten das bis auf 100% natürlich steigern und da helfen Gebäude zum Beispiel sehr gut. Man steigert das Ansehen auch, indem man mit einer Stadt handelt, allerdings eben langsamer. Dann gibt's hier noch die Taverne. In der Reparatur von Schiffen kenne ich alle Kniffe. Ja. Dann gibt's hier noch die Taverne. Hier gibt es immer verschiedene Charaktere. Wir haben hier momentan den Lehrmeister und den Kartenspieler. Beim Kartenspieler kann man natürlich ganz einfach spielen. Und der Lehrmeister hilft unseren Kapitän, sich fortzubilden. Und zwar, wenn wir jetzt hier mal unseren, also bei unserer Santa Maria, die ist hier noch rechts ausgewählt, wenn ich jetzt hier auf unseren Kapitän klicke, dann sehen wir gewisse Werte. Und der Lehrmeister hilft uns dabei, diese Werte zu steigern. Und je höher die Werte sind, umso besser ist ein Kapitän in seinem jeweiligen Fach. Es gibt in der Taverne noch eine ganze Vielzahl weiterer Leute, die man, also man kann hier Aufträge annehmen und so weiter und so fort. Und jetzt ist unser Schiff angekommen. Das werden wir aber auch alles später noch sehen. Die große Werft dient natürlich dazu, dass man seine Schiffe reparieren kann. Man kann die Schiffe hier verkaufen oder man kann neue Schiffe kaufen. Allerdings haben wir momentan einfach noch nicht das Geld dafür. Was es auch noch gibt, ist die Kirche. Jetzt seht ihr, man kann hier momentan nur beten. Ganz ehrlich, wenn jemand von euch das weiß, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich weiß bis jetzt noch nicht, was das Beten bringt. Man kann das zwar machen, dann kommt hier so ein schöner Gesang. Normalerweise kann man, oder zumindest später kann man auch in einer Kirche Feste ausrichten lassen oder heiraten. Allerdings ist dieser Faktor Beten für mich irgendwie noch, also ich weiß noch nicht so genau, was das für eine Veränderung im Spiel bewirkt. Dann gibt es hier natürlich den Stadtpalast. Hier wohnt entweder der Administrator der Stadt drin, hier wohnt der Administrator der Stadt drin. Und in manchen Städten gibt es Gouverneure oder in den Hauptstädten eben den Vizekönig. Warum Vizekönig? Naja, der eigentliche König sitzt halt in Spanien. Was man hier auch sieht, wäre eine Piratenliste. Bisher sind keine Piraten entdeckt worden. Sobald Piraten entdeckt werden, können wir hier sehen, wo die zuletzt gesichtet wurden und so weiter, falls wir Jagd auf sie machen wollen. Und jetzt müssen wir uns aber mal um unser Schiff kümmern. Das ist ja angekommen in Trinidad. Ja, wir können hier sehr gut das Holz verkaufen, obwohl sie es selber herstellen. Das ist eigentlich ziemlich bitter. Aber gut, wir verkaufen alles, was uns Gewinn bringt. Und auch hier wieder nur ein wenig rumverkauft. Die stellen Werkzeuge her. Allerdings, sobald wir nur ein bisschen kaufen, geht schon der Preis hoch. Vielleicht haben wir beim Tuch mehr Glück. Boah. So, ich kaufe mal ein bisschen nur. Die können uns irgendwie nicht so viel bieten. Naja, gucken wir doch mal. Vielleicht können wir ja ein paar... hallo? Ach so, die Geschwindigkeit ist so niedrig, ja. Vielleicht können wir hier noch ein paar neue Städte entdecken. Aha, Evangelista. Was haben die denn? Die haben Früchte. Früchte können wir in Port Royal nicht selber produzieren. Also lohnt es sich doch mal direkt, die Stadt anzulaufen. Ah, und da sehen wir schon Havanna. Und da kann ich direkt das nächste erklären. Und zwar in Havanna seht ihr jetzt über der Nation, also über der Flagge, seht ihr so einen Ring. Und dieser Ring sagt, da sitzt ein Gouverneur drin oder eben, ja nee, da sitzt ein Gouverneur drin und wenn hier eine Krone drüber ist, wie in Port Royal, dann ist da ein Vizekönig. Gut, wir sind aber in Evangelista angekommen und ich handle jetzt hier mal so drüber. Man kann nämlich, man muss nicht jedes Mal in die Stadt reingehen. Ich weiß gar nicht, wie ich das bis jetzt gemacht habe. Bin ich die ganze Zeit in die Stadt reingegangen oder nicht? Man kann hier auf den Handelsbutton drücken und dann kann man mit der Stadt handeln oder man macht einfach einen Rechtsklick auf die Stadt, dann geht das auch. Und wir sehen, wir können hier wieder Tuch einkaufen. Sind aber eigentlich wegen den Früchten hier, ne? Oh, da geht der Preis aber auch sofort hoch. Auf jeden Fall ein bisschen Rum mal wieder verkaufen und die Seile, können wir hier günstig Seile einkaufen? Oh ja, können wir. 24 Fässer Seile. Gut. Ich denke, das hat uns ja schon mal was gebracht. Dann fahren wir hier noch Kaiman an und dann zurück nach Port Royal.
um die Waren zu verkaufen. Was produzieren die denn? Die produzieren auch in Keimern Zucker. Das brauchen wir ja immer noch in Port Royal und ich sollte mal die Geschwindigkeit hochschrauben, ansonsten kommen wir zu nix. Ich beschleunige mal ganz kurz. So, dann sind wir jetzt auch schon da. Ein paar Früchte dazu kaufen, ein bisschen Hanf kaufen und vor allem Zucker. Ansonsten haben wir später Probleme bei der Produktion. Also hat unsere Stadt die Probleme und wir können keinen günstigen Rum kaufen. So, damit sind wir jetzt auch alles an Rum losgeworden. Können hier noch ein paar Seile verkaufen. Um genau zu sein, alle. Und ein paar Werkzeuge noch einkaufen und dann geht's auch. Ah ja, sehr gut. Wir haben den nächsten Rang erreicht. Wir sind Seefahrer geworden. Und bei jedem Rang, den wir erreichen, kommt so ein neues Schmuckstück auf unseren tollen Tisch. Auch wenn wir davon von diesen Schmuckstücken nichts haben, wir können die uns nirgendwo ansehen. Zumindest glaube ich, dass wir die uns nirgendwo ansehen können. Gut, die Früchte können wir ganz teuer verkaufen. Der Zucker genauso. Es wird ja alles benötigt. Die Bürger verbrauchen das ja auch alles. Oh ja, auch die Werkzeuge hier. Gut, und dann könnten wir hier auch schon theoretisch den nächsten Rum einkaufen. Was haben wir sonst noch so im Angebot? Metall. Und den Mais natürlich. Gut. Ich würde mal sagen, dann fahren wir jetzt hier ein bisschen lang und schauen, ob wir vielleicht noch ein paar neue Städte entdecken. Ah ja, okay, Santo Domingo. Ihr seht schon, ich steuere so ein bisschen immer auch auf die Städte zu. Ich weiß ja so ungefähr, wo die liegen. Und ich finde, es wäre jetzt Blödsinn, wenn ich so tun würde, als hätte ich keine Ahnung, nur um das Let's Play zu strecken. So, was haben die denn sonst noch so? Tuch, aber das haben die selber kaum. Das will ich denen jetzt nicht gerade abknöpfen. Ja, ansonsten haben die nicht wirklich viel. Schade. Naja, was soll's. Fahren wir einfach mal weiter. Hier muss es ja noch irgendwo englische Städte geben. Ah ja, San Juan, oder wie man das ausspricht. Und wir können hier die Ziegel ganz gut verkaufen. Also ich denke, beim Handeln werde ich nicht viel erklären müssen. Das versteht sich ein bisschen von selber. Ist ja auch nicht allzu schwer. Einfach günstig einkaufen, teuer verkaufen, das ist der ganze Spaß. Das ist auch der Grund, weshalb ich gesagt habe, dass ich die Abenteurer-Kampagne spielen will, weil momentan werden uns natürlich nur die Grundlagen erklärt, aber später kriegt das Spiel einen ganz anderen Schwerpunkt. Und ihr seht schon, hier werden erstaunlich viele Früchte überall produziert. Es gibt gewisse Sachen, die nur in gewissen Gegenden produziert werden. Also hier unten kann man immer günstig viele Früchte einkaufen. Und zum Beispiel Färbemittel produziert hier einfach niemand. Und deswegen kann man die hier, also Farbstoffe, deswegen kann man die hier sehr gut verticken. Wo man die kaufen kann, das sehen wir später noch. Da sind wir nämlich noch eigentlich gar nicht, aber ich verrate schon mal so viel, das sind die Franzosen, die das herstellen. Und die Franzosen, wie wir ja sehen können, sind hier oben. Das heißt, die längste Handelsstrecke, die wir machen könnten, wäre vielleicht sogar die ertragreichste, indem wir hier unten ganz günstig viele Früchte einkaufen und hier oben ganz teuer verkaufen, weil die hier oben keine Früchte produzieren. Und von da oben dann die Farbstoffe runterliefern und das sind jetzt nur zwei Beispielprodukte. Es gibt natürlich noch viele mehr. Und ihr seht schon, es gibt hier ganz viele Städte, mit denen man handeln kann. Und die stellen auch alle was Unterschiedliches her. Also ein paar Produkte sind immer unterschiedlich. Ja, und ich warte eigentlich darauf, dass sich der Typ wieder bei uns meldet. Der hat gesagt, ein paar Tage sind schon rum, wir haben schon den nächsten Rang erreicht und der hat einfach keine Lust, sich bei uns zu melden. Wow, wie viel können wir denn hier davon einkaufen? Ist das eigentlich Kakaobohnen? Ja, das ist Kakao, okay.
Ich würde sagen, dann fahren wir hier mal nach Guadalupe. Naja. Die produzieren auch das gleiche wie die anderen auch. Zumindest das, was wir eigentlich schon haben. Wir müssen mal wieder hochfahren. Also zurück in die spanischen Gewässer, um da ein bisschen zu verkaufen. Ah, wir können hier unseren Rum verkaufen für sehr guten Preis. Und ihr sagt jetzt vielleicht, ist doch ätzend, man fährt die ganze Zeit nur rum und ist am Handeln. In gewisser Weise stimmt das, wenn man es die ganze Zeit manuell machen muss, dann wird das irgendwann ätzend, aber zum Glück... Achso, da kann er anscheinend nicht durchfahren. Oh, da mache ich jetzt mal ganz kurz Stopp. Es gibt hier ein Ereignis, und zwar ein Großbrand. Das bedeutet, dass zum Beispiel... Also das bedeutet, dass Gebäude einfach abbrennen. Und dass die wahrscheinlich gleich Baustoffe brauchen werden. Deswegen verkaufen wir die Baustoffe hier, okay. Und die haben keine Früchte. Interessant. Okay, man kann hier sehr viel Metall kaufen, ohne dass sie meckern. Und wieder ein paar Kakaobohnen. Und ein paar Seile. Und das Brot können wir verkaufen. Und dann schauen wir doch mal. Also ich bin noch nie in eine Stadt gefahren, wo ein Großbrand war. Muss ich gestehen. Ich weiß nicht, wie das dann drin aussieht. Das möchte ich mir jetzt selber auch mal gerne anschauen. Sehr gut, das ist erledigt. Kommen wir nun zu Schiffen und Konvois. Hier musst du dir merken, einzelne freie Schiffe haben keine Besatzung und können daher nicht verschickt werden. Um ein Schiff verwenden zu können, musst du es in einen Konvoi umwandeln oder einem Konvoi hinzufügen. Dadurch erhält es automatisch die nötige Grundbesatzung. Übrigens wird pro Konvoi nur ein Kapitän benötigt. Dieser kann im Laufe der Zeit seine Fähigkeiten verbessern. Okay, zu den Konvois kann ich sagen, also habe ich am Anfang mich sehr schwer damit getan, irgendwie, weil ich es nicht ganz gecheckt hatte. Ihr könnt, also ein Konvoi besteht ja, zumindest hatte ich das so gedacht, immer aus mehreren Schiffen. Allerdings zählt ja auch ein einzelnes Schiff als Konvoi. Und einzelne Schiffe, die aber im Hafen liegen, die ihr vielleicht gekauft habt oder so, die haben keine Besatzung an Bord, die haben keinen Captain an Bord und können dementsprechend nicht irgendwie auslaufen und handeln. Das bedeutet, ihr müsst ein einzelnes Schiff immer erst in einen Konvoi umwandeln. Okay, der Großbrand, der hier in dieser Stadt wütet, besteht aus einem Haus. Okay. Wir handeln hier noch ganz kurz, schicken den dann zurück. Ah ne, das lohnt sich hier nicht einzukaufen, aber die Früchte können wir vielleicht ein bisschen kaufen. Ich bin immer so gierig, ich will immer sofort hier ganz viel von einer günstigen Ware haben, aber das geht einfach nicht. Ach, schade, schade. Naja, wir schicken die Santa Maria jetzt zurück nach Port Royal. Und in Port Royal wartet jetzt ein neues Schiff auf uns. Das ein einzelnes Schiff ist und kein Konvoi. Und zwar dieses hier. Und wenn wir jetzt draufklicken, dann steht hier jetzt Konvoi bilden oder abbrechen. Wir kriegen hier vorher noch die ganzen Informationen, was das jetzt für ein Schiff ist. Das ist eine Barke. Der Laderaum, die Kanonenanzahl und so weiter. Auch wie viel es kostet. Wir bilden natürlich den Konvoi, das sollen wir machen. Blueberry, ja, ist okay. Gut so, doch jetzt zu etwas ganz anderem. Elena, die Tochter des spanischen Vizekönigs, muss zu einer diplomatischen Mission nach New Orleans. Aufgrund der Spannungen, die derzeit zwischen Frankreich und Spanien bestehen, sollte sie möglichst unauffällig reisen. Ich habe dem Vizekönig daher vorgeschlagen, dass du für ihre Überfahrt sorgen wirst. Sie wird sich heimlich an Bord deines Konvois begeben und ist auf diese Weise vor möglichen Widersachern geschützt. Natürlich, immer wo es Ärger gibt, sind die Frauen im Spiel. Gut. Ja, Entschuldigung an alle weiblichen Zuschauer. Aber manchmal kann ich mir so Sprüche nicht verkneifen. Ich alle Kniffe. Ich würde den Lehrmeister eigentlich wirklich gerne
gerne einstellen, allerdings kostet mir das einfach zu viel. 8000 für plus 1 Reparatur. Reparieren muss man seine Schiffe nicht wirklich häufig. Ich stelle jetzt hier erstmal, jetzt labere ich schon wieder totalen Blödsinn. Ich kaufe jetzt ein paar Waren ein und dann fahren wir hoch nach Frankreich, um Elena wegzufahren. Hoffen natürlich, dass wir dabei nicht angegriffen werden. Das Ganze soll ja heimlich geschehen. Und hier gibt es noch einen weiteren Button. Ich habe euch bis jetzt ja hier jedes Mal nur den Handel gezeigt. Man kann sein Schiff hier natürlich auch ausrüsten in einer Stadt. Wir haben 20 Kanonen an Bord dieses Schiffes und ich war ein Patrizierspieler. Patrizier 2 habe ich sehr hart gespielt und da muss man sein Schiff mit den Kanonen erstmal bewaffnen. Hab diese Funktion hier gesucht und für alle, die Patrizier kennen und Port Royal nicht, ihr müsst euer Schiff hier nicht mit Kanonen ausstatten, die sind einfach schon da. Alles, was ihr ändern könnt, ist, ihr könnt die Nachladezeit eurer Kanonen verkürzen, indem ihr hier Matrosen an Bord holt. Und ihr könnt für entsprechende Enterkämpfe, Säbel und Musketen an Bord holen. Und sollte es zu einem Seegefecht kommen, also zu einem Schiffkampf, nicht zu einem Enterkampf, dann habt ihr hier Kettenmunition und Schrotmunition. Die Kettenmunition dient dazu, um einem Schiff die Segel zu zerfetzen. Und die Schrotmunition dient dazu, dem Schiff die Männer zu nehmen, also die Mannschaft. Das bedeutet, meine Taktik ist immer, zuerst Kettenmunition ausrüsten, dem Schiff die Segel zerfetzen, sodass es manövrierunfähig ist, dann die Schrotmunition ausrüsten, die Männer runterballern und dann das Schiff entern. Und ich kaufe jetzt hier einfach mal 100 Säbel, ein bisschen Kettenmunition, oder was heißt bisschen, wir laden einfach mal voll. Vielleicht noch ein paar Musketen dazu. So, wir wollen ja, dass Elena sicher ankommt. Und dann fahren wir mit der Barke hoch. Oh, und wir sehen hier gerade, hier ist anscheinend ein Schiffbrüchiger. Solche Ereignisse gibt es hin und wieder, dass man Treibgut findet oder Schiffbrüchige. Schiffbrüchigen aus Havanna mitgenommen. Ja komm, dann liefern wir dich doch in deiner Heimatstadt auch gerade ab. Gut, und unser anderes Schiff ist da. Und ihr seht, jedes Mal, wenn wir in dieses Feld gehen, in dieses Menüfeld, dann wird die Zeit angehalten, obwohl hier steht mal 1. Wir verkaufen die Früchte. Naja, den Mais, den könnten wir eigentlich einkaufen, nicht verkaufen. Wir verkaufen das Tuch. Metall lohnt sich hier jetzt auch nicht, aber vielleicht können wir die Kakaobohnen verkaufen. Auch nicht komplett, leider. Dafür sind es einfach zu viele geworden. Aber die Seile können wir noch verkaufen. Und jetzt zeige ich euch ganz am Ende noch, also am Ende von diesem Part, der ist eigentlich schon viel zu lange, wie ich gerade sehe. Ich achte nicht auf die Zeit. Jetzt zeige ich euch hier eine Funktion, die das Handeln deutlich einfacher macht. Und zwar die Handelsrouten. Das bedeutet, man automatisiert den Handel. Ich sage jetzt Handelsroute wählen. Als erstes wählt man die Städte. Ich wähle zuerst natürlich Port Royal und dann schauen wir mal, wo wir hinfahren, damit sich das Ganze hier lohnt. Und zwar nach Port-au-Prince, Tortuga. Und ihr seht schon, er zeigt uns dann immer an, in diesem Kreis würde er jetzt hier zum Beispiel fahren. Von Gibara soll er nach Havanna. Ah, unser Schiff ist in Havanna angekommen und der Schiffbrüchige hat sich jetzt mit ein bisschen Cash bedankt. Also es lohnt sich mal kurz diesen Umweg auf sich zu nehmen und jemandem zu helfen. So, ich denke 7 Städte, das sollte genügen für den Anfang. Das wird unsere erste Route. Und jetzt können wir hier wählen, was der Kapitän auf dieser Route machen soll. Es gibt sehr viele verschiedene Sachen. Wenn ihr auf Geld aus seid, solltet ihr Profit wählen. Wenn ihr allerdings produziert und so weiter, also Profit bedeutet, der Kapitän handelt, oder ihr könnt es hier eigentlich auch lesen und Pause drücken und lesen, bedeutet, er versucht möglichst gut zu handeln, während Lager, also wenn ihr produziert und so weiter, dann lohnt sich Lager und Rohstoffe, dann verkauft er nämlich alles, was ihr produziert und kauft die Rohstoffe ein, die ihr für die Produktion benötigt. Also das macht alles sehr viel einfacher. Wir haben momentan noch keine Betriebe, das bedeutet, wir aktivieren die Route mit Profit.
müssen uns jetzt um dieses Schiff auch nicht mehr groß kümmern. Das handelt jetzt automatisch und können uns auf unsere Mission konzentrieren. Wir haben ein bisschen Waren eingeladen gehabt. Kaufen auch hier gerade noch ein bisschen weiter ein. Auch ein bisschen mehr rum. Oh, und ich sehe gerade, die Ziegel sind gerade recht günstig hier. Und auch Weizen gibt es zu großer Menge. Weizen übrigens ein sehr begehrtes Gut. Auch wenn es nur wenig kostet, aber vor allem in Winterzeiten zum Beispiel passiert es recht häufig, dass Hungersnöte ausbrechen. Und bevor wir jetzt allerdings Elena nach New Orleans fahren und sie dort abliefern, sage ich, wir brechen den Part hier ab. Und der ist auch so schon viel zu lang geworden. Ich mach mal jetzt hier Stopp. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Lasst mir doch gerne Ideen und Feedback da, wenn ihr gute Handelsrouten vielleicht kennt und so weiter. Oder wenn ihr sagt, keine Ahnung, wenn ihr Tipps habt und so, dann lasst es mir doch da. Und ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen hoch freuen, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao, macht's gut.